So, das heißt, wir machen dich leer, dich leer, dich leer. Und reparieren hier ein bisschen noch? Ja, warum nicht? Die gehen so schnell kaputt, die Dinger. Also verglichen mit denen, das ist echt krass. Sind dafür aber auch dezent einfach jetzt kleinen. So, Mauer, da war auch noch was. Mach einfach mal hier so ein bisschen Zickezacke. Das könnte schon fast reichen, wenn sie wieder aus der Richtung kommen. Ja, gucken wir mal. Und setzen noch ein paar mehr Türme. Einfach damit es mehr sind. So. Habt Spaß. Wir nehmen die ganzen Ressourcen mit und gehen. Gut. Also Tin sollte dann kein Problem mehr sein. Dementsprechend dann auch die weißen Chips nicht mehr. Und hier unten fehlen weißes, die gelben Solarpanel. Und die gelben Solarpanel fehlen, weil die weißen Chips fehlen. Also gerade gar nicht. Oh, ihr seid langsam. Langsame Roboter gehören eingesammelt. Zip. Genau das kann ich aber auch machen. Ich verlange hier 10.000 Eisenerz oder Eisenplatten. Und dann kommen alle Roboter angeflogen, mich damit zu befüttern. Und dann sack ich sie ein. Geht, glaube ich, noch einfacher als mit einer Kiste. Okay, du lässt ihn raus. Du. Ja, brauchst anderes Zeug. Das Zeug schmeiß ich mal hier oben rein. Oh, stimmt, die Sonderschmelzen. Das wart ihr, ne? Genau, hier, du machst mal bitte das und du machst mal bitte das. Gut. Damit beides auch gleichzeitig hergestellt wird und nicht erstmal 100.000 Tin und dann 100.000 Gold und wir müssen warten, bis das 100.000 Tin durch ist, bis wir die ersten Goldbarren bekommen. Das wäre nicht so schön. Die hätte ich gerne. Und dann hätte ich gerne 34. Super duper. Okay, nicht ganz cool. Und auch davon noch mehr. So, freilassen. Freilassen. Kurz Ressourcen angucken. Aber hier ändert sich nichts bei Eisen und Kupfer. Das ist gut. Die gemischten Bock-Edelsteine werden langsam weniger. Das war abzusehen. Wir haben 1300 rote Tränke. Das ist sehr schön. Grüne Tränke haben wir 1900. Hellblaue leider nur 221. Aber das wird wieder in den weißen Tränken, weißen Chips liegen, denke ich. Die wir bis vor kurzem ja nicht so wirklich hatten. Die wir immer noch nicht so wirklich haben. Weil wir nur eine Drahtfabrik haben. Also eine von diesen komischen... Was ist das? Basic Electronic Components. Das ist ein Widerstand, oder? Also ich kenne die Dinge aus dem Physikunterricht von vor 20 Jahren, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Grummelgrumpf. Du. Da. Dahin. Gut. Also du sollst schneller laufen und dann musst du da oben auch schneller laufen. Und du kriegst dafür schnellere Ärmchen rein und raus. Wobei es gerade am Tin liegt. Also an der Schmelze selber. An den Sonderschmelzen. Die müssen schneller sein. Seid ihr schon MK2? Nein, seid ihr nicht. Können wir schon MK2? Ja, können wir. Dafür brauchen wir allerdings Blei. Gib mich mal Blei. Und was fehlt jetzt noch? Tin. Tin. Oh. Gib mir. Gut. Jetzt sollten wir den hier doch auch noch Tin machen lassen. Weil so viel Gold brauchen wir nun wirklich nicht. Ja, Gold staut sich im Gegensatz zu Tin. Ja, gib mir mal hier. Da wird schon wieder was zerstört. Muss ich gleich wieder hin. Gib mir das alles, tut Tin rein. Gut. Schneller. Was für Tiere schnell verbraucht das Tin? Also eventuell brauche ich mehr Sonderschmelzen. Und ich brauche definitiv mehr irgendwas hier hinten.
Also eigentlich bräuchte ich einen Roboport, ich bräuchte Construction Boards, Repair Packs und ne, und weiter. Wenn es hier einigermaßen klappt. Und halt diese Türme. Bauen wir 10 davon. Haben wir gerade keine im Inventar, ne? Ne. Und immer zwischendurch Ressourcen sichern. Das ist mir nämlich unheimlich hier. Die wird irgendwann überrannt werden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Wäre aber auch nicht schlimm. Das ist nur ein MK2-Drill. Da sind ein paar Türme. Das ist okay. Wenn das jetzt MK4 oder MK5-Drills wäre, wohin gehen wir übrigens auch demnächst mal arbeiten sollten, dann wäre es krass, wenn die Basis vernichtet wird. Nur so ist es okay. So hat sie sich jetzt ja schon rentiert durch das ganze Tin und Gold. So, ich schmeiß bei beidem bitte wieder was rein davon. Da drunter das Gold. Das müsste ja von oben links durchgehen. Und ich will verdammt nochmal meine 14 oder was Platten haben, um bessere Schmelzen zu bauen, damit ihr schneller den schmelzen könnt. So. Was? Was fehlt jetzt? Achso, es sind 18 Platten. Mein Gott. Ja. 18,7 oder so waren es, ne? So, 19. Aha, was? Achso, für ein Electric Furnace MK1 brauchen wir ein MK... Gib mir mal... Warte. Gib mir mal bitte... Electric Furnace MK1. Und falls wir auch haben sollten, warum auch immer, brauchen wir Logistik-Slots. Da sind die einer. Haben wir auch... Zwei, ja? Dürften wir eigentlich nicht haben, aber hey, wer weiß... nicht so aus, ne? Ne. Oh gut, jetzt kann ich... Was? Also Rubber brauchen wir auch noch. Rubber war hier oben. Mal ein Stack davon. Gut, jetzt baue die MK2-Dinger. Und breche kurze Türme ab, weil ehrlich gesagt ist mir der Außenposten nicht so wichtig, wie das hier jetzt zu beschleunigen. Wenn unsere weiße Chip-Produktion besser läuft. Aber langfristig werden die eh nicht reichen, die zwei. Sehe ich jetzt schon kommen. Also zwei Schmelzöfen nur für Sondermetalle. Wo sind die besseren Öfen? Da sind die besseren Öfen. Zack, zack. Stahl. Oh. Sehe ich nicht in den oberen Reihen. Okay, dann ersetzen wir die hier auch mal. Damit noch mehr Stahl hergestellt werden kann. Gut. Ich hätte gerne noch mehr davon. So. Damit das ja auch noch ersetzt wird. Stein, Ziegel und Rubber, das kann ruhig MK1 bleiben. Glas genauso. Das verbrauchen wir ja nicht so viel. Aber Stahl, wie gesagt, Stahl sollte wirklich oben mit drin sein. Wir sollten immer 1000 bis 2000 von vorrätig sein. Ich sehe immer noch keine weißen Chips. Das ist schade. Sieht man hier gerade irgendein Bottleneck? Nö. Die Electronic Components kommen nicht so schnell. Das sind die hier. Aber das kommt daher, dass wir nur einen einzigen Hersteller haben. Hm? Ja, aber das geht. Das geht echt. Ja, ist okay. Das heißt, einfach nur abwarten, bis sich das ein bisschen stabilisiert. Schmelzen da. Eine Stahlschmelze. Diese wollte ich so lassen, wie sie sind. Die da unten kann ich nicht ersetzen. Was ist mit den Schmelzen hier oben? Die sind schon alle MK2, richtig? Richtig. Okay. Oh, sieht das schick aus mit den ganzen Akkus. Abruf ist Strom gerade so. Ist okay. Angriff oben rechts. Hält sich. Forschung ist alles am Brutzeln. Alles am Brutzeln. Okay, gut. Gut, 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 gut. Dann reiß mal das da ab. Und das da ab. Und setz
Ja, dich kann ich da oben nicht hinsetzen mit dem Alien-Lampending. Das heißt, du musst kurz mal weg. Dann musst du dahin, du wirst abgerissen und du wirst da wieder hingesetzt. Gut. Weg. Weg. Num, 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 num. Hin. Hin. Was wollte ich noch alles machen? Den Außenposten unten links. Ich könnte ihn richtig aufbauen. Alternativ könnte ich... Ja, nee, ich baue den jetzt nicht auf. Was ich jetzt machen werde, ist folgendes. Ich werde darauf warten, dass ich meine Combat Laser Shotgun habe. Und wenn ich meine Combat Laser Shotgun habe, dann werde ich diese Basis da zerstören. Endlich. Nach gefühlten 1000 Folgen, wo die uns ein Dorn im Auge war. Und dann werde ich einfach die Mauer hier nach Westen erweitern und werde das gesamte Gebiet hier annektieren. Dann haben wir auch ein schönes Kohlefeld, das wir hier unten benutzen können, was denn nicht im Weg ist von den Solarpanels und den Akkus. Und wir haben noch andere Ressourcen, die dann innerhalb der Basis sind. Was denn wieder im Weg wäre, theoretisch, richtig? Grr, stimmt. Ah. Ja, muss ich gucken, wie ich das mache. Allgemein fand ich die Idee von den Außenposten eigentlich ganz gut. Aber es ist halt eine Menge Arbeit. Also, dass wir quasi Aufgabenteilung machen. Außenposten für die ganzen Holzsachen vielleicht, damit sie nicht so komisch hier aussehen. Sowas. Hm, muss ich mal schauen. Haben wir noch Lernfüll? Naja. Ich glaube, ich baue mal ein bisschen mehr. Davon. Ich brauche mehr Stein. Ja, wir brauchen Stein, um Stein herzustellen. Geh mal da runter. Und glaube mal Stein. Hm, viel mehr. Ich bräuchte mal ganz viel Stein. Menu. Ja, also ich hätte gerne noch zwei oder so von den Liquid-Händlern. Und ich denke, ich mache beide für Stein. Weil Sand brauchen wir zwar momentan recht viel für die Mauern, bis es jetzt werden kann. Aber später nicht mehr so viel. Aber Stein immer, ne? Also gerade wegen roten Tränken und den Steinzahnrädern. Ist das schon recht heftig. So, du kannst schon mal anfangen mit dem Crude Rotors in Vorbereitung. Das wären die da. Brauchen ja auch eine Weile. Da war langsam dabei. Kommt hier, langsam Roboter. Ja, ich krieg euch alle. Ihr dürft gehen. Die 8 kommen in die Weiterverarbeitung. Später. Nein. Stein. Vielleicht verdoppel ich auch irgendwas. Das wäre auch ganz praktisch. Da. Liquid Hunter zum Beispiel verdoppeln. Der wäre echt schön. Achso, das heißt, wir müssen dich jetzt auch umstellen auf Stein. Das alles mitnehmen, die Beschränkung aufheben. Und eine Void. Den ganz brauche ich auch noch. Zip. Gut. Leider nicht verdoppelt. Ja, die Void. Das Void-Rohr haben verdoppelt. Das ist sehr schön. Danke. Dich dahin. Dich da. Ich glaube, ich mache die auch mal kurzfristig zum Stein. Achso, unfast long-handed inserter. Da. So. Das ist schon mal eine Menge Stein. Okay. Wir brauchen wieder mehr Stein, um Stein herzustellen. Rotor wird ja schon wieder vorbereiten. Und die Basis rechts hält, links hält nicht mehr lange. Okay. Wir laufen, wir evakuieren die Basis. Oder habe ich inzwischen genug Türme hergestellt? Also gute Türme. Nee. Hat die zwischendurch wieder abgebrochen wegen irgendetwas.
Die haben sogar... Wow. Die haben sogar das Ding zerstört, da. Ja? Also den guten Turm. WTF. Ja. Okay, gib mir hier das da und das da. Oh, ich bin voll. Ja. Und ich schmeiß gerade die Sache auf den Fußboden, richtig? Richtig. Noch eine Änderung beim Vanilla-Dingens, die ich sehr schön finde. Es gibt Trash-Slots. Das heißt, du tust Sachen in deinem Inventar in einem bestimmten Slot, so wie ich das verstanden habe. Und dann werden sie automatisch von den Robotern aus deinem Inventar rausgenommen und ins ME-System gelegt. Also ins Logistik-System. Ach, das ist Hammer. So kann man quasi sicherstellen, dass das Inventar immer sauber ist. So, tu mal hier rein. So. Und Sand hier drüben hin. Sand hier drüben hin. So, Türme sind in Arbeit. Wir müssen es doch wohl hinbekommen, das, den Außenposten da zu sichern. Das geht ja gar nicht. So. Also ich mache jetzt einfach Overkill mit Sandmauern und den Lasertürmen, dann passt das schon irgendwie. Und ich glaube, ich setze sogar einen Roboport hin. Haben wir noch einen Roboport? Ne, ich baue einen Roboport. Dann hätte ich noch ganz gerne Flying Frames. Wo werden Flying Frames hergestellt? Da. Keine roten Engines. Warum keine roten Engines?